Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer weiteren Runde Grounded. Ja, es gibt viel zu tun heute. Wir müssen zum Bürgel uns neue Missionen besorgen. Wir müssen unsere Marienkäferrüstung reparieren. Dafür brauchen wir aber Leder. Das heißt, wir müssen auch zur Hecke uns Bärchen besorgen. Und ja, ich würde sagen, muss aber noch einen Tag warten, bis ich zum Bürgel kann. Beim Schauen, wie spät ist denn das? 15 Uhr. Ich würde sagen, wir rennen mal eben schnell rüber zur Hecke und holen uns schon mal ein paar Bärchen. Irgendwas essen sich. Guck mal hier. Ne, wir essen den hier. So, den packen wir mal hier hin. Gehen wir noch einen Schluck Wasser trinken. Ach, Ameise, wie kommst du denn hier oben rauf? Du hast dich aber verirrt. Don't even need to boil it. So, wo ist hier gerade? Pusteblumen habe ich auch keine mehr. Mal eben schauen, ob wir noch eine in der Kiste haben. Pusteblume. Ja, eine haben wir noch. Müssen wir uns dann auch mal neue besorgen. So. Sonst haben wir alles dabei, ne? Pfeile. Ja. Ja. So, wie hab ich denn noch von den Bomben? Sind das meine letzten zwei Bomben? Ja. Dann müssten wir auch noch mal den Ameisenbau Larven holen. Ja, wie gesagt, es gibt richtig viel zu tun. Ja, ich würde sagen, wie gesagt, 16 Uhr. Komm, wir riskieren es. Notfall habe ich da hinten ja auch noch ein Safe Point oder ein wo ich schlafen kann. So, müssen wir mal eben gucken, laufen wir überhaupt in die richtige Richtung? Die Hecke ist hier unten, ne? Also hier wollen wir im Prinzip hin. Mach mir doch mal eben den Wegpunkt ein. So, ja. Hört ihr das auch? So ein dumpfes Grummeln? Ein dumpfes Geräusch hier? Jetzt ist es weg. Okay. Was? Was das jetzt war, weiß ich aber auch nicht. Habe ich auch zum ersten Mal gehört. Ein ganz dumpfes Geräusch. So, wir wollen hier schnell vorbei. Ich hoffe, dass die Wolfsspinne da unten noch ein bisschen schläft. Wir wenigstens bis zur Hecke kommen. Ah, diese verdammten kleinen Milben. Ausdauer mehr. So. So. Lass ihn mal liegen, da haben wir sowieso im Moment genug von. Da ist der Kopf. Okay. Oh, das ist... Oh, nee, guck mal, da ist schon die Wolfsspinne, die ist schon unterwegs. Und da ist auch eine Babyspinne. Kommst du denn weg? Und die Mutter hat ja da hinten nicht mitgekriegt. Also Wolfsspinne ist schon unterwegs. Okay, wie spät ist denn das jetzt? Ah, 17 Uhr. Komm, wir nehmen das Spinnennetz mit. Dann gehen wir doch noch mal nach Hause und gehen am nächsten Morgen los. Vielleicht gehen wir dann auch erst zum Bürgel. Da kriegen wir ja auch noch Missionen hier unten. Ich will aber eigentlich... Ja, komm, nee. Wir gehen hier weiter. Wolfsspinne ist ja in einer anderen Richtung. Und durchs Wasser kann die uns ja auch nicht folgen. Lauf mal hier am Wasser entlang. Da ist ja auch schon die Hecke. Besorgen wir uns ein paar Bärchen. Ich meine, ich habe hier auch irgendwo einen Speicherpunkt gesetzt. Ich weiß es aber auch nicht mehr wirklich. Oh,
kommst du denn weg? Die ganzen Babyspinnen hier. So. Baba, zwei, jawohl. Hab ich Fackeln dabei? Ich sehe nämlich gleich nichts mehr hier. So, da ist das Labor. Ich glaube, da oben haben wir auf jeden Fall einen Safe Point. Schau nochmal eben nach. Haben wir nämlich nicht mehr ganz. Ja, haben wir doch hier am Labor direkt gemacht. Nehmen wir den doch mal. So. Wie gesagt, wir brauchen Bären, um unsere Ausrüstung wieder zu um unsere Ausrüstung reparieren zu können. So. Aber hier lagen noch mehr Bären rum, oder? Ein Kürzer aus dem Baum rausschießen. Was ist das? Saft? Nee, Saft brauchen wir jetzt nicht. Wie sieht es denn überhaupt in unserem Inventar aus? Ein bisschen Platz haben wir noch, ne? Oh, ich sehe hier nichts. Ah, die Sonne blendet auch so ein bisschen. Hier im Zimmer. Nur wenn ich es dunkler mache, dann ist es zu dunkel für die Webcam. Und das ist dann natürlich auch nicht schön. Na? So, jetzt hier ein bisschen an der Webcam rumgespielt und schon ist das Licht dunkler. Gibt's doch nicht. Ja, egal. Egal, so. Ja, ich muss die Webcam sowieso mal anders positionieren, glaube ich. Das gefällt mir so noch nicht. Aber jetzt gehen wir gleich schlafen. Guck mal eben irgendwo. Ach komm, den Apfel holen wir uns noch da hinten schon mal. Ah ja, jetzt wird es auch wieder ein bisschen heller hier. Und den holen wir uns noch schnell. Weil hier denn keine Bärchen rumliegen. Guck doch noch meine Nase. Einen Moment bitte. So. Weiter im Text. Boah, ich wusste gar nicht, dass das hier in der Hecke so dunkel war. Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Kann ich die eigentlich auch essen? Ja. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt gleich schlafen. Oder ich mache das hier bei mir im Zimmer auch nochmal ein bisschen dunkler. Ich sehe echt nichts auf dem Bildschirm. Oh, da bin ich wieder. Entschuldigung, Leute, schlecht vorbereitet hier. Aber dass die Sonne jetzt auf einmal so rauskommt, da habe ich nicht mit gerechnet. So, jetzt sehe ich hier auf jeden Fall schon mal wieder ein bisschen mehr. Ja, aber ich muss trotzdem bis zum nächsten Tag warten. Sonst kommen wir hier nicht an den Bärenleder dran. Ich sehe nämlich keine Bärchen.
Gut. Was sagt die Uhrzeit? 20 Uhr, ja komm. Gehen schon mal schlafen. I think it's bedtime. So, jetzt natürlich die Sicht noch schlechter als vorher. Mit dem ganzen Nebel. Nein. Na gut. Ich gehe mal hier aus der Hecke mal eben raus, damit ich dann sehe, wann es mal wieder ein bisschen heller wird. Es ist ja echt noch früh am Morgen, ne? Wir haben halb kurz vor fünf. Ups. Ja, komm her. Also, gucken wir mal, noch ein bisschen Platz haben für Bärchen. So. Müssen noch irgendwo welche sein. Sehen noch nichts. Die lagen aber auch schon mal mehr auf dem Boden rum, ne, meine ich. Ja. Gibt es hier eigentlich in der Hecke auch eine Wolfsspinne? Nee, ne? Da gab es nur die normalen Spinnen und ich glaube die Brutmutter oder die Mutter aller Spinnen, die hängt hier oben, glaube ich, irgendwo hat die ihr Nest. Da kann ich mich auch noch grob dran erinnern. Ja, solange man hier nichts sieht, ist das echt blöd. Eine Fackel bringt hier auch nicht wirklich was. Dann sehe ich sogar noch weniger als vorher. Ja, Mann, dass man die Zeit nicht ein bisschen vorspulen kann. Das wird einem doch jetzt echt helfen hier. Da ist eine Beere. So. Da haben wir dann schon mal wieder eine mehr. So. Wenn wir schon mal hier sind, nehmen wir natürlich so viel Leder mit, wie geht. Essen, trinken, ja, Essen ist kein Problem. Oh. Worse than my mom's Brussels sprouts. Ja, so, dann haben wir doch hier noch eine Laus, die wir essen können. So, Essen ist voll und Trinken haben wir auch dabei. Nice and clean. So, einmal, zweimal, passt das doch so. Du kommst dahin, haben wir auch wieder ein bisschen mehr. Ja, dich brauche ich, glaube ich, gar nicht. Da habe ich noch so viele von. Ja, weg damit. Kommt's auch weg. Nehme ich lieber Bärchen für mit. So. So langsam müsste doch hier was werden mit dem Licht. In der Hecke. Jetzt kommt auch so langsam Tageslicht hier durch. Wird noch ein bisschen heller werden. Mal, da hinten liegt ein Hotdog, den können wir eigentlich auch mitnehmen. Ob den hab Hotdog, weiß ich gar nicht. Habe ich schon mal einen Hotdog gefunden? Und gucken, dass wir uns nichts, dass uns hier nichts über. Oh. Ja, ja, jetzt haust du ab, ne?
Wollen wir Hotdog mitnehmen? Habe ich den schon analysiert? Ja, habe ich schon mal analysiert. Gut. So, jetzt können wir auf Bärchenjagd gehen. Ich glaube, jetzt ist hell genug. Aber wie gesagt, ich war der Meinung, dass hier früher viel mehr Bären auf dem Boden rumlagen. Ich habe das Gefühl, dass es viel mehr Bären in der Hecke gab früher allgemein insgesamt, oder? Täusche ich mich da? Nee. Da ist eine Bäre. Einmal. Komm. Oh, da ist noch eine. So, wo war die andere? Hier. Ah, bleibt ihr wohl hier? Da ist noch ein Pfeil, den nehmen wir natürlich auch mit. So. Ah, wir können noch ein paar mitnehmen. Nee, Armbrust auf 3 ist die. Wir müssen ja das Gebiet eigentlich sowieso mal komplett erkunden hier unten. Aber wie gesagt, ich warte darauf, dass ich die Bürgelquest dafür kriege. Ja. Oh, oh, guck mal, da ist eine Pusteblume runtergefallen. Ja, nehmen wir die doch mit. Wir haben sowieso keine mehr. Wie passend. Aber wieso ist da eine Pusteblume runtergefallen? Gute Frage, ne? Ey, entweder bin ich blind oder die Bärchen hier sind einfach weniger geworden. Da ist noch einer. Ja. Ups, guck, da kommt schon der erste Spinne hier. Hau ab. War hier hinten nicht auch noch... Irgendwas war doch hier hinten, glaube ich, auch noch auf dem Boden. Gab es hier nicht so ein altes Labor noch? Weil wenn wir schon mal hier auf dem Boden unterwegs sind, können wir ja auch mal gucken gehen. Da sind auf jeden Fall noch Bären, etliche. So. Das sind aber auch Spinnennetze, ne? Ja, egal. Einmal. Zweimal. Dreimal. Ah, den habe ich nicht getroffen. So. Da kommst du auch. Ja, das dürfte noch erstmal Bären genug sein, glaube ich. So, okay. Erstmal gucken. Vorsichtig sein jetzt. Ja, ich hab's mir gedacht, da ist so eine Spinne. Ich glaube, die machen wir erstmal weg. Ah, wechsel doch mal die Waffe. Spinnennetz nehmen wir natürlich auch mit. Kann man auch nicht genug von haben. Ach, keine Ausdauer mehr. So.
Wir hoffen, dass wir die ganzen Bärchen wieder finden, die wir da runtergeschossen haben. Na komm! Wollen wir an den Pfeilrand? Okay, egal. So, da ist ja schon mal ein Bärchen. Nehmen wir Backel in der Hand, dann sehen wir ein bisschen mehr. Oh, da sind lauter Kokons. Können wir auch mal reingucken. Aber wir haben gar nicht mehr so viel Platz, ne? Können ja auch Marienkäfer rocken, können da, glaube ich, drin sein. Ja, komm, wir nehmen jetzt hier. Und die Netze nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Die kleinen Spinnen habe ich jetzt eigentlich gar keine Lust. So. Muss ich sowieso mal gucken. Siehst du, wir sind sowieso voll. Aber wobei, den können wir verschrotten. Den schmeißen wir mal weg. Spinnenbrocken können wir auch wegschmeißen. Da habe ich auch noch, glaube ich, 26, 30 Stück im Lager von rumliegen. Und von den Köpfen weiß ich gar nicht, ob wir da so viel überhaupt von brauchen. Verschrotten. Da ist eine Fackel kaputt. Oh, meine Fackeln sind auch bald alle. Okay. So. Ja, da oben rein, da gibt es noch das Seilbahnsystem. Das wird. Oh, da ist schon wieder eine Spinne. Komm her. Hau dich. Ah klar, jetzt ist sie betäubt und ich habe keine Ausdauer mehr. So. Meistens auch direkt wieder weg die Spinnenbrocken. So, Spinnennetz nehmen wir aber wieder mit. So, das war der Fall, wo wir nicht rankamen, ne? Ja. Gut, ich würde sagen, dann gehen wir jetzt nach Hause, verarbeiten schon mal das Bärenleder. Und dann müssen wir nach dem Burgel neue Mission holen. Das ist ein Marienkäfer. Habe ich aber auch noch genug im Moment von. So, aber mal eben verbinden. Wer weiß, was unterwegs noch so passiert. Sagt dann die Uhrzeit 11 Uhr. Wolfsspinne müsste mittlerweile wieder schlafen. Weil wenn wir hier hinten sind, mal gucken, können wir uns vielleicht... ja. Ich glaube, Bomberbrocken habe ich auch noch genug. Was wir brauchen, sind Ameiseneier. Die müssen wir uns besorgen. Aber ich sehe gerade, habe ich Schippe dabei. Ja. Können doch noch ein bisschen Lehm mitnehmen. Wenn wir schon mal hier sind. Oder Ton, nicht Lehm. Muss dann immer so weit wegfliegen. Ich glaube, einer ist ins Wasser geflogen, ne? Ja. Das Inventar ist voll. Tatsächlich. Komm. Better than starving. I think. Mm-hmm.
Tauchstation. Die folgt mir doch jetzt nicht hier unter Wasser, oder? So. So, wir müssen in die Richtung. Haben wir noch Platz für ein bisschen Ton? Ja, 10 Ton können wir noch mitnehmen. Hier auf der Insel gibt es ja auch noch Ton. Aber da gibt es auch noch viele von diesen Stechmücken. Glaube ich jetzt 9. 4 Stück können wir noch. Einen nehmen wir noch hier. So, dann sind wir voll, ne? Ja, dann können wir jetzt nach Hause gehen. Da oben. Ist das so eine Stechmücke oder ist das eine Biene? Egal. Wir schwimmen einfach weiter und hoffen, dass sie uns nicht sieht. Wir müssen in die Richtung. So, das war der Kopf, ne? Der Puppenkopf, der abgetrennte, liegt da, glaube ich, ja. Können wir noch ein paar Spinnennetze mitnehmen? Ah, wieso laufe ich denn da immer rein? So. Oh, wo kommt die Babyspinnen denn alle weg? Ach, egal. Weg hier, da, das ist das Brett. Gibt es da oben nicht eigentlich auch eine Markierung? So ein Weg, so ein Wegweiser, kann man den hier auch hinsetzen? Nee, ne? Gut. Da ist ein Apfel. Ich muss mich mal eben orientieren. Hier ist auch irgendwo das Nest von der Holzspinne. Ja, Wolfsspinne. Holzspinne ist gut. Ah. So, Inventar ist voll. Wobei von den Drüsen habe ich auch. Ach so, ne, hier, komm. Das weg damit. So, dann können wir Apfelstücke mitnehmen. Naja, für Smoothies gebrauchen später mal. Müsste ich mir auch mal angucken, was man so alles an Smoothies machen kann. Jetzt müssten wir gleich, ja, da sind wir gleich zu Hause. Und ist eine Ameise hier oben noch drauf? Ne, ist weg. Aber was trinkt. Ja! Wieso folgt ihr mir? Das sind bestimmt die süßen Apfelstücke, die ich in der Tasche habe, ne? Oder was? Oder genießt ihr einfach nur die schöne Aussicht von hier oben? Na? Lass mich in Ruhe. Mein Essen, was ich dabei habe, das kriegt ihr nichts von ab. Guck, ich habe schon Haustiere. Ja, guck mal, noch einer. Mittagessen, so. Ah. Habe ich irgendwo? Shit.
Ja, komm, ich gönn ihn euch. Ich gönn ihn euch. Nehmt ihn mit nach Hause. Findest den Weg jetzt so nicht, ne? Muss ja auch meine Haustiere hier füttern. Vielleicht werden die ja heimisch und ziehen ein. So, Bärenleder kann ich ja gleich aufhängen hier. So. Dauert ja auch noch ein bisschen, ne, bis die trocken sind. Ich würde sagen, dann gehen wir jetzt noch eine Runde im Ameisenbau und gucken, ob Larven da sind. Und dann holen wir uns noch ein paar Ameisen. Sag ich doch, davon habe ich Aussuch. Da kommen die weg. Ich weiß gar nicht, was ich damit alles soll. Den ganzen Zeug. Gut, Bärchenleder ist klar. Sonst noch was in die Kiste hier kommt? Nein. Die werden ganz schön anhänglich, die Ameisen, ne? Komm, den Lehm packen wir auch mal hier rein. Bärchen kommen hier rein. So, da habe ich noch eine Fackel. So, das kommt da rein. Essen kommt hier drüben rein. So. Binnenseite können wir auch direkt verarbeiten. Eine Pusteblume hier rein. Ach, da ist doch auch noch Ton, ne? Nehme ich den Ton doch hier mal wieder raus und pack den hier mit rein. Nehmen noch eine dritte Fackel mit. Sagt die Uhrzeit 15 Uhr, ja. Aber die folgen mir regelrecht, die mögen mich. Ich habe auch nichts mehr Interessantes in den Taschen. Wenn ihr wüsstet, was ich vorhabe, hättet ihr mich, glaube ich, auch nicht mehr lieb. So, Rüstungsklasse plus 3, ja. Wiederverwerten, schließen. Achso, das ist die Tür. Genau. Geh mal nach Hause. Hier gehen wir jetzt auch nach Hause sozusagen. Ups. Ach, wieder vergessen, die Pusteblume zu benutzen. Fackeln habe ich, ne? Ja. Quarz brauchen wir nicht mitnehmen. Davon haben wir, glaube ich, auch noch genug. Wir wollen jetzt eigentlich nur mal gucken, wie es aussieht mit Ameiseneiern hier. So, hallo. Und es werde Licht. Champion of the Sun. Champion of the Sun, jawohl. Werden wir auch Champion der Larveneier? Bis jetzt sehe ich mir noch keine hier. Keine da. Die Laus ist aber mutig hier. So wie das aussieht. Oder muss man hier einfach früh morgens rein, so spät nachmittags die Eier schon alle geschlüpft sind? Wahrscheinlich, ne? Ein Ei haben wir auf jeden Fall schon mal hier. So. Kann ich eigentlich direkt einstecken. Solange keine Ameise in der Nähe ist, kriegen die das auch gar nicht mit. Wie lange hält das denn? Ach, das schlüpft auch gleich. So. Da ist noch eins. Guck mal, hast du nicht mitbekommen, ne? Das hast du nicht mitbekommen. Nee, nee. So, dann gehen wir mal weiter hier rum. Oh, die schlüpfen aber alle bald. So lange halten die nicht mehr. So. Einmal auf Tauchstation.
Mal, ob wir hier noch ein paar Larveneier kriegen. Ja, wobei, hier rennen schon ein paar Ameisen mehr rum, ne? Ah, Minze habe ich eigentlich genug. Im Moment lasse ich das mal da liegen. So, jetzt die Frage, wo geht's lang? Ich glaube, hier geht's wieder raus, ne? Vielleicht finden wir ja auf dem Rückweg jetzt noch ein Ei. Aber ich glaube nicht. Wir sind ja gleich schon draußen, ne? Oder? Wo sind wir hier? Da müssen wir, glaube ich, lang. Naja, da können wir auf jeden Fall schon mal wieder zwei Wurstbomben hießen, glaube ich, ne? Ja. Wurstbomben bauen. Weil da brauchen wir noch ein paar von. Gibt noch so ein paar Sachen, die wir hier freisprengen müssen. Ich glaube, trockenes Gras brauchten wir auch, ne? Für Bomben. Nehme ich doch dann auch mal direkt mit hier. Sicher ist sicher. Hey, wir brauchen noch ein bisschen mehr. Ja, wobei so schnell schlüpfen die Eier, glaube ich, noch nicht. Komm, einen Pilz nehmen wir noch. So. Bomben wollten wir bauen, ne? Pilzponcho. Pacho, was ist das denn? Ein schwammerligere Mischung aus Pilzgewächs. Eine Mahlzeit. Ah, okay. Hab ich doch eigentlich alles, ne? Gut genährt, Speise, Angriffsausdauer. Was brauchen wir da? Läuse, Dörrfleisch. Okay. Wollt doch Bomben bauen, komm. Waren die unter Waffen? Wahrscheinlich, ne? Da. Zweimal. So. Oh, auf jeden Fall wieder zwei mehr. Trockene Gras. Haben wir noch trockenes Gras? Nee. Eine Tasche nicht, aber hier drin ist noch trockenes Gras, ne? Da haben wir doch noch genug von. So. Dann alles reparieren. Bärchenleder schon fertig. Mal eben schauen. Glaubt zwar nicht. Nee, das braucht noch ein bisschen. Dann trinken wir noch schnell einen Schluck. Machen unsere Wasserflasche auch mal eben wieder voll. Bisschen was essen. Choke it down, Pete. Worse than Dad's Brussels sprouts. So, das sollte reichen. Kommen wir auf jeden Fall bis zum nächsten Morgen mit hin. Holen wir uns schon mal wieder eine Ladung. Irgendwie müssen wir jetzt noch ein bisschen die Zeit umkriegen. Ja, und wie gesagt, ich muss mal auch am Baum gucken, ob wir da irgendwo schön bauen können oder so. Vielleicht baue ich auch auf dem See, aber auf dem See muss ich das... Nee, See finde ich blöd. Ich will ja eigentlich so hoch wie möglich bauen, damit wir mit dem Seilbahnsystem überall hinkommen. Das ist eigentlich so der Plan. So, die nehmen wir schon mal hier raus. Dann schmeißen wir über Nacht noch mal welche rein.
So, ich glaube, da habe ich die Spinnenseide drin, ne? Ja. So. Dann reparieren wir hier noch eben ein paar Sachen. Okay. Reparieren. Den auch. So, das haben wir alles repariert. Das tausche ich mal gegen den Hammer wieder aus. Wir haben 4 Bomben, wir haben zu essen. Wie gesagt, die Marienkäferrüstung müssen wir dann noch reparieren. Können wir eigentlich auch schon wieder austauschen. Ach so, und dann wollte ich mal gucken, wir können ja mittlerweile die Schmiede bauen, wenn ich mich recht entsinne. Ich glaube, das haben wir letztes Mal gelernt. Die Schmiede. Jetzt muss ich sie nur finden, wo sie ist. So, da ist das Blumenbeet. Da, oder Schmelzofen, nicht Schmiede, Schmelzofen. Was brauchen wir denn dafür? Brand und Stifterkohlenbrocken. Boah, wo kommen wir, das ist auch neu, wo bekommen wir die denn weg? Wobei, ich habe gerade so eine Vermutung, es gibt da ja die eine Höhle, wo diese Feuerkäfer drin sind. Und vielleicht finden wir da ja jetzt auch die Kohlenbrocken. Ja, ja, auf jeden Fall gibt auch viel zu tun. Wir müssen, oh Mann, und schönes Lager müssen wir uns echt mal bauen. Ne? Ich meine, man hat ja mittlerweile hier so viele Sachen. Ne? Dann schön mit alles mit Fallen abspicken. Aber wie gesagt, wo bauen, das ist die Frage, ne? Ja. So, wir gehen jetzt schlafen. Dann reparieren am nächsten Tag. Und... Perhaps we should make camp for the night? Ja. Reparieren. Nochmal Leder aufhängen. Jetzt muss ich nochmal runter. Ich sollte mir da mal eine Kiste hinsetzen. Und wenn es nur eine kleine ist... Ja, du weißt nicht mehr, wo du hin sollt. Ihr zwei wisst nicht mehr, wo ihr hin sollt. Ne, jetzt versperrt... Auch noch den Weg hier. Gut, dass ich noch eine Hintertür habe. So. Dann nehmen wir jetzt noch mal hier 1, 2, 3 Leder mit, ne? Ja. Oder alle. Hier. Das packen wir da mal rein. Was brauche ich denn für eine Kiste? Oder wenn es so eine kleine ist, ne? Ah, so eine kleine reicht doch. Kleeblätter und grobes Seil haben wir doch. Kleeblätter und grobes Seil. Reicht das schon? Ja, passt genau. So. Gehen wir nochmal schnell noch. Dann sollte ich das Bärenstücke auch mitnehmen, ne? So, kann ich die mal mich da reinpacken? Da müssen wir nicht immer hin und her rennen. So, erstmal aufhängen hier, so. Und dann packen wir uns hier noch einen kleinen Vorratskorb hin. So. Dann packt man das Bärchenleder rein. So, den Essen verbrauchen wir mal. Fangen die an, da unten zu randalieren? Reißen die hier meine Hütte ab oder was machen die? Ach nee, da war ein Käfer. Danke. Ja, schön. Ja, geht mir mal mehr Futter besorgen. Das finde ich gut.